Guten Morgen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Wir beschäftigen uns mit dem Thema unternehmerische Gesellschaftsverantwortung. Wie die Lisa lieberweise mich einge oder vorgestellt hat, bin ich, habe ich eine Expertise im strategischen Nachhaltigkeitsmanagement, bin CSR-Managerin IHK und Sustainable Mentor IHK. Und ähm, Cäsar und Cleo wird geführt von Markus Meuthen und von mir. Ich bin die zweite Geschäftsführerin und äh, CISA und Cleo ist eine Transformationsberatung. Wir begleiten also Unternehmen, die Verantwortung für ihre sozialen, ökologischen und ökonomischen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit übernehmen wollen. Und das in, in, äh, über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg auf Umwelt und Gesellschaft. Und unser Ziel ist es, dass Unternehmen eine nachhaltige Unternehmensstrategie etablieren. Wir helfen Ihnen dabei, diese zu finden, diese zu operationalisieren und zu implementieren. Ja, denn die Märkte sind offenkundig für Veränderungen bereit. Nachhaltigkeit erfährt einen riesigen Bedeutungszuwachs. Unternehmen beginnen, Nachhaltigkeit strategisch anzugehen. Es geht dabei, die License to Operate zu erhalten. Also die gesellschaftliche Legitimation ihrer Geschäftstätigkeit. Und äh, natürlich geht es auch darum, Chancen und ähm, ähm, ja, Chancen zu nutzen, diese zu erkennen und die, ähm, äh, die Vorteile von, von Nachhaltigkeit zu nutzen. Denn trotz alledem muss Nachhaltigkeit auch wirtschaftlich sein. Und wenn die Zukunft in, ähm, in nachhaltigen Geschäftsmodellen liegt, dann hält einfach ein, ein, ein Festhalten am Altbewährten die Existenz des Unternehmens. Und hm. Oft war bisher das Thema mehr in der Unternehmenskommunikation aufgehängt und nun übernehmen immer mehr Geschäftsführer auch die Verantwortung, aber es bleibt ein Querschnittsthema. Es muss durch alle Abteilungen wirken, es muss tatsächlich top-down initiiert werden und eine äh, Bottom-up-Emergenz möglich sein. Und ähm, ja, die Gegenwart von der Zukunft ausdenken, das impliziert sozusagen unser Selbstverständnis, unsere Haltung und unsere Vorgehensweise. Wir verstehen uns als Zukunftsforscher, als Treiber von Innovation. Und ähm, in Anbetracht der Themenvielfalt, die alle auch in die Nachhaltigkeit einzahlen, unter anderem auch Korruption ist auch ein großes Thema. Ähm, ja, da weiß man gar nicht, wie so recht das packen. Gerade in so einem ne, kurzen äh, Exkurs, den wir ja hier vornehmen, ist es äh, doch ein, ein Kratzen des Themas, des Ankratzens. Aber springen wir einfach rein. Fangen wir ja mit der Standortbestimmung an mit den Treibern und der historischen Entwicklung. Woher rührt die Aufmerksamkeit und wird das Thema bleiben? Ähm, was müssen Unternehmen zukünftig und jetzt auch schon tun? Wie verändert sich auch die Kommunikation dadurch? Dass äh, der Begriff Nachhaltigkeit, ist, ähm, das wirtschaftliche Verständnis ist von Hans Karl von Karlowitz geprägt. Das war ein Forstwirt, ein Oberberg-Hauptmann, äh, der ähm, äh, ja eine Veröffentlichung äh, in seiner Veröffentlichung gesagt hat, dass der Wald so bewirtschaften soll, dass äh, also nur so viel Holz geschlagen werden soll, wie auch nachwachsen kann. Also eine Regeneration möglich ist und so nur so bleibt der Forstbetrieb äh, zukunftsfähig, wirtschaftlich. Und dieses Prinzip, dieser Ansatz, der lässt sich eins zu eins auf die Nachhaltigkeit übertragen. Eine andere Definition ist der Ansatz äh, von ähm, äh, dem, den im Bundlandreport Our Common Future im Jahr 87 äh, gemacht wurde. Der äh, Bundlandreport oder diese, diese Aussage, die ihr hier jetzt auf Englisch sehen könnt, der ist immer noch gültig. Der, da geht es um die Generationengerechtigkeit und ähm, der besagt, nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Aber von welcher Basis gehen wir aus? Was, ähm, worauf baut sozusagen ähm, die auf der Metaebene Corporate Responsibility auf? Ähm, das Drei-Säulen-Modell, was ihr hier seht, das ist, äh, folgte dem Triple-Bottom-Line-Modell. Und das Drei-Säulen-Modell ist sozusagen ein Dreiklang aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Und jeder Bereich ist gleich wichtig. Die Aussage ist hier: Nachhaltigkeit kann nur erreicht werden, wenn ähm, diese drei Themen gleichzeitig und gleichberechtigt nebeneinander nach vorne gebracht werden. Und. Ähm, die Kritik allerdings an dem System äh, ist, dass es in Einzelaktivitäten verhaftet, dass es eine zu geringe Anpassung an der ursprünglichen Geschäftstätigkeit äh, herbeiführt und dass der Shareholder-Value-Ansatz weiterhin ähm, verfolgt wird, im Gegensatz zum Stakeholder-Ansatz, was die Grund, der Grundgedanke von unternehmerischer Nachhaltigkeit ist. Wir bei Cäsar Kle verstehen ähm, äh, oder definieren uns über das Vorrangmodell, was auch als ökologische Ökonomie bezeichnet wird. Und hier sieht man, die Ökonomie liegt im sozialen System und das sozioökonomische System liegt im Ökosystem. Und diese drei ähm, Bereiche oder Systeme sind ineinander, in ihrer Abhängigkeit, die sind, stehen in einer Beziehung zueinander. Und der, die ökologische Nachhaltigkeit, die muss immer Vorrang bekommen. Also der Schutz der natürlichen Lebensbedingungen ist die Grundvoraussetzung für ökonomische und soziale Stabilität. Und die Aussage dabei ist, also keine Wirtschaft ohne Gesellschaft, keine Gesellschaft ohne Ökologie. Und für die Wissenschaft ist das nichts Neues, aber für Ökonomen ist es tatsächlich eine fundamentale andere Denkweise Weise im, im klassischen. Sinne der, der, der Ökonomie, also im, im Sinne des, des Homo ökonomikus Und ähm, 2015 auf der Pariser Klimakonferenz wurde, das, ähm, wurde äh, sich darauf geeinigt, das 1,5-Grad-Ziel beziehungsweise maximal 2 Grad einzuhalten. Und ich würde jetzt gerne eine ganz kleine, knackige, analoge Umfrage mit euch machen und um zu wissen, ob ihr ob euch bekannt ist, wo die durchschnittliche globale Erwärmung liegt aktuell. Ach. Liegt sie bei 0,3 Grad? Liegt sie bei 0,6 Grad? Liegt sie bei 1,2 Grad? Einmal jeder nur eine Stimme, also wer denkt, dass wir bei 0,3 Grad sind, hebt einmal bitte die Hand, sodass wir so dass wir also ein ne, ne Gefühl bekommen. Habt ihr irgendeine Idee? Wenn ihr wäre es für 0,3 Grad. Keiner. 0,6 Grad. Keiner traut sich? <laughs> Unter 1,2 Grad? Okay, dann bin ich äh, beruhigt. Äh, ähm, ich, äh, ja, das ist tatsächlich 1,2 Grad. Das ist kein Grund zur Freude. Im Gegenteil, äh, ich fand, als ich, äh, äh, also meine Erfahrung ist, dass es dass es viele Leute doch nicht wissen. Schön, dass ihr so gut informiert seid. Ähm, und als ich es erst erfahren habe, da war für mich, also war ich doch geschockt, dass wir eigentlich so nah schon dran sind und so, sozusagen ähm, ja, ähm, Holland in Not ist. Also wir befinden uns also im entscheidenden Jahrzehnt in der Decade of Action und tatsächlich müssen wir uns auf dem grünen Pfad bewegen, äh, den ihr seht, um 1,2 bzw. 1,5, 1,2 zu erreichen oder einzuhalten. Wir befinden uns aber tatsächlich auf dem lilanen bzw. roten Pfad. Und deswegen muss einfach jetzt wahnsinnig viel passieren. Also Klimaneutralität ist das Nummer eins Ziel, die neue Währung, äh, der neue Leitstern. Es geht um den Race to Zero. Es gibt, wird auch jetzt zunehmend von einem Product Carbon Footprint ausgegangen. Oder gesprochen, Entschuldigung, das war ich zu schnell. Und schließlich will ja auch keiner der Letzte sein, der die Dekarbonisierung beendet. Das ist das Gleiche. Aber um Zielsetzungen entwickeln zu können, braucht es halt belastbare Daten, es braucht CO2-Bilanzierungen und you cannot manage what you don't measure, hat Peter Drucker gesagt. Die Frage ist also, wie sehen ökologische, wie sieht die ökologische Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen also auf dem Weg zur Klimaneutralität aus? Und das ganz insbesondere. Bei produzierenden Gewerben. Und ja, ähm, wir kommen gleich auch noch auf die Berichtspflicht zu sprechen. Im Moment sind die Unternehmen verpflichtet, nach Scope 1 und 2 zu berichten, aber das weitet sich jetzt auch aus und da sind dann auch die Lieferanten einbezogen und das bezieht sich dann auch wieder auf die Agenturen, die ja auch Lieferanten von, ähm, von Kunden ist, sind, die eine CO2-Bilanzierung machen müssen. Aber man darf nicht Gefahr laufen, in einen Kohlenstofftunnel zu verhaften. Es gibt ähm, natürlich noch multiple andere äh, Themen, die äh, weiter auch beachtet werden müssen, andere ökologische und soziale Themen. Und das hat auch ähm, das World Economic Forum erkannt. Äh, die, das World Economic Forum veröffentlicht jedes Jahr den Global Risk Report und ähm, die äh, zehn... Ja, größten Risiken und in der Global Risk Landscape kann man diese Vernetzung, diese Verknüpfung, diese ähm, miteinander verwobenen Themen weltweit, also da wird die Welt halt dann ganz klein, äh, gut ablesen. Und es ist sehr zu empfehlen, die haben eine ganz tolle App, die, ähm, die ihr euch mal anschauen müsst. Also die Krisen- ähm, verändern einfach die Welt und wir befinden uns in sehr umwälzenden und auch unsicheren Zeiten aktuell und Resilienz ist das neue Buzzword das neue Business Paradigma um die Unternehmen müssen sich ähm, auf vorhersehbare und auf unvorhersehbare Ereignisse vorbereiten. Eine ganz äh, entscheidendes Wichtiger Rahmen oder ähm, Erklärungsmodell ist das der neuen planetaren Kerngrenzen, also die ökologischen Belastungsgrenzen. Die haben einfach eine ganz besondere Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Erdsystems. Und würde die Menschheit sich in dem grünen Bereich bewegen, dann könnte sie sich entwickeln und gedeihen. Aber wie ihr seht, sind hier ähm, äh, mit der orangen Markierung schon sechs von neun Kerngrenzen überschritten. Und dieses Spinnennetz ist ähm, ein, ein ganz schönes Bild dafür, dass ähm, äh, es könnte also für die ökologischen Bausteine von Tierarten, Pflanzenarten etc. stehen. Es kann auch, man auch auf die Biodiversität übertragen. Also stellt euch vor. Ähm, hier brechen Systeme, Bau, Systembausteine weg und, ähm, äh, und dann finden Abrisse statt und dann kippt irgendwann das ganze System. Ja, Nachhaltigkeit ist von vielen exogenen Faktoren bestimmt oder getrieben. Und warum ist Nachhaltigkeit relevant? Was sind die Treiber, was sind die Hindernisse? Die fordernde Zielgebilgesellschaft, die Kundinnen sind natürlich. Ähm, äh, ja, die etwas, äh, die fordern, die Folgen der Umweltzerstörung, die jetzt sichtbar sind, die dann wiederum von der Politik endlich aufgenommen wurden und in Regulierung Münzen, die auch in Regulierung wiederum auf die Kapitalmärkte, Banken und Investoren äh, äh, Druck machen und die es wieder, die machen wieder Druck auf Unternehmen, weil tatsächlich die ESG-Kriterien eine Relevanz dafür haben, ob man kreditwürdig bleibt oder äh, ist. Die MitarbeiterInnen, die fordern die jüngeren vielleicht, aber auch die älteren Generationen. Ähm, und natürlich der Wunsch nach Reputationsgewinn durch, aber eine substanzielle Nachhaltigkeitsleistung, die Voraussetzung ist, und da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Hindernisse sind dann am Ende doch die monetär getriebenen Kunden, die doch nicht das nachhaltige Produkt kaufen, aus Kostengründen vielleicht, oder weil sie halt auch nicht können kurzfristige Erwartungen anspruchsvolle Rahmenbedingungen, weil natürlich gerade in der Regulatur wahnsinnig viel los ist und ganz viele Anforderungen auf Unternehmen zukommen. Träge Organisationen ist ein Thema, knapp Ressourcen, Geld, Zeit, Menschen. Man, äh, be man befindet, äh, man findet schwer ähm, äh, Berater im, äh, im Nachhaltigkeitsmanagement. Es werden händelnd Menschen gesucht, aber die sind noch gar nicht ausgebildet. Die Universitäten müssen die erstmal wieder ausspucken und dann haben die natürlich weniger Erfahrung. Potenzielle Schocks sind auch ein Thema. Äh, Corona oder natürlich der Krieg, äh, das hat zu Abrissen in der Lieferkette geführt. Kommen wir ein bisschen auf die äh, Regulatorik zu, äh, zu sprechen. Wir haben gelernt, die Transformation ist auch rein ökonomisch notwendig. Weil die, ähm, die Immunisierung der Unternehmen gegenüber diesen ähm, berichteten Schockereignissen stattfinden muss. Gegen also Energie- und ähm, Rohstoffknappheit, die, Folgen, äh, die Klimafolgen oder halt auch Lieferkettenunterbrechungen. Und durch die Regulatorik kommt Bewegung rein, es entwickelt sich eine Dynamik. Wir befinden uns tatsächlich in der größten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformation seit der industriellen Revolution. Und das Anspruchsvolle daran, es geschieht einfach im laufenden Betrieb. Wir vollziehen sozusagen eine OP am offenen Herzen. Und es kann aber nur funktionieren, wenn wir alle partizipieren, wenn wir alle zu Treibern werden. Das ist so eine Übersicht der jüngsten Nachhaltigkeitsentwicklung. Das ist zu komplex, im Detail durchzugehen. Aber wir haben ja verschiedene äh, Stränge auf UN-Ebene, auf europäischer Ebene, was wieder auf nationale Ebene in die einzelnen Länder wirkt. Ähm, die, die Agenda 2030 mit den 17 Sustainability Goals, ähm, der Green Deal, der den EU-Actionplan hervorgerufen wird, das macht alles Druck auf den Finanzmarkt. Die Welt, das Weltbürgergesetz ist eigentlich ähm, entstanden durch Fridays for Future und das Ganze wirkt auf Organisationen. Und der, der, der Grund, warum diese Regulatorik jetzt auch zunimmt, ist natürlich der Bedarf. Aber ähm, weil die Freiwilligkeit einfach nicht ausgereicht hat. Also man hat auf Freiwilligkeit gesetzt und die Unternehmen haben es einfach nicht gemacht, weil natürlich Nachhaltigkeit auf ein Stück weit Geld kostet oder zumindest erstmal das Aufsetzen davon. Das ist jetzt, sind jetzt vier sehr wichtige Gesetze, die auf Unternehmen aktuell zukommen. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Dabei geht es um die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht. Die Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem ob eine Wirtschaftstätigkeit taxonomiekonform oder taxonomiefähig ist. Und das ähm, hat dann wieder äh, Relevanz äh, für den Nachhaltigkeitsbericht, wenn man verpflichtet ist, einzuschreiben. Fit for 55, das ist der europäische Emissionshandel, also dass äh, die Emissionszertifikate ähm, äh, immer teurer werden, sodass die Unternehmen äh, im Grunde gezwungen werden, ihre, ähm, ihr, ne ihr Energiesystem zu ändern. Und natürlich die CSRD, die Corpor Corporate Sustainability Reporting Directive, die Verpflichtung, einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen, zumindest für bestimmte Unternehmen. Und das sind die Parameter, die zutreffen müssen, wenn man ähm, verpflichtet ist, einen Bericht zu schreiben. Das sind 250 MitarbeiterInnen, 40 Millionen Euro Umsatz oder 20 Millionen Bilanzsumme. Und. Ähm, das Erstaunliche daran ist, dass aktuell ja 550 Unternehmen äh, bereits einen Bericht stellen, also zum Beispiel Henkel, also börsennotierte ne Unternehmen. Das ist dann noch unter dem CSR Hook, dem Vorgänger, äh, gesetzt. Aber dann bis 2027 werden es 15.000 Unternehmen in Deutschland sein. In Europa sind es 50.000. Und das ist ein Sprung von 2700 Prozent. Ich habe es nachgerechnet. Es klingt irgendwie so unverhältnismäßig, aber tatsächlich ist der Markt auch gar nicht dafür da. Es gibt die Wirtschaftsprüfer gar nicht, die diese Berichte dann äh, prüfen können, die im Lagebericht gleichzeitig veröffentlicht werden und nicht mehr Zeit versetzt. Was bedeutet also unternehmerische Nachhaltigkeit? Ich will erstmal an den Ambitionsgrad oder an dem Positionierungsgrad ansetzen. Also was will man? Will man ausschließlich gesetzliche Anforderungen erfüllen? Also, Must-have oder will man Akzente setzen ähm, und von ausgewählten wesentlichen Themen oder will man ein Vorreiter sein? Will man ein Unternehmen sein, das ähm, werteorientiert, äh, also einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten möchte? Will man purpose-driven sein? Soll Nachhaltigkeit zum zentralen Teil des Geschäftsmodells werden? Und das, bei dem die Werte, also neben den Produkten, den Prozessen und Praktiken äh, und der wirtschaftliche Gewinn natürlich, auch ein sozialer und ökologischer Mehrwert stattfindet. Wir, ich habe hier eine ähm, exemplarische Roadmap, wie äh, wir im Grunde Unternehmen begleiten. Das ist immer eine Einzelfallsituation, aber letztendlich muss erstmal natürlich ein Bedarf da sein, warum auch immer, ob man, weil man will oder weil man möchte. Dann muss es ein Go, vom, ein Kickoff äh, von der Geschäftsleitung äh, geben und dann fängt eine Reihe von Workshop-Formaten an. Ähm, wichtig ist natürlich erstmal ähm, der Purpose, der Sinn, warum das Ganze, wofür tun, tut das Unternehmen das. Dann muss äh, eine Analyse stattfinden, ähm, äh, eine Status Quo-Analyse. Die Stakeholder müssen bedacht werden und äh, natürlich äh, auch die externen Stakeholder, nicht nur die internen. Das, das kann durch Befragungen äh, stattfinden. Dann muss eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse gemacht werden. Das ist eine Neuerung mit der neuen Verschärfung der Gesetze. Das ist relativ komplex. Äh, man muss einfach äh, wissen, welchen Impact die Geschäftstätigkeit, äh, welchen finanziellen Impact es auf das Unternehmen hat und welchen materiellen auf Umwelt und Gesellschaft. Das werden dann und daraus wird dann eine Strategie ähm, entwickelt. Dann ist auch am Ende doch ähm, eine ein Leitbildentwicklung äh, wichtig. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen oft überfordert wären, diese Leitbildentwicklung ganz am Anfang zu machen. Ähm, eigentlich wäre das der idealtypischste Fall, wenn man weiß, äh, wofür man steht, was die Vision, Mission ist, aber ähm, oft, ja, kennt ihr selber, sind Unternehmen äh, da ein Stück weit äh, manchmal verhaftet. Natürlich geht es dann darum, auch eine Strategie auszuformulieren, langfristige Ziele und KPIs zu entwickeln und Handlungsfelder abzuleiten. Äh, je nach Struktur kann man ein CSR-Board haben, äh, also äh, Menschen, die äh, von dem Thema betroffen sind und denen Ressourcen auch zur Verfügung gestellt werden, überhaupt das Thema zu treiben, weil das kann man nicht nebenher machen. Und dann muss es oper operationalisiert werden, also ähm, befähigt werden im ganzen Unternehmen. Und dann kommt irgendwann natürlich die Kommunikation dazu, weil es nicht nur in der kleinen Arbeitsgruppe bleiben darf, sondern wie gesagt überall reinwirken muss und auch die restlichen Mitarbeiterinnen und die Belegschaft mitgenommen werden. Und das ist dann das Stakeholder-Engagement. Da muss man einfach überlegen, wie man das ganz intern kommuniziert. Zwischenziele sind sinnvoll und helfen, weil das Thema unternehmerische Nachhaltigkeit ist einfach wahnsinnig groß. Und wenn man sich so ein großes Thema Irgendwo in die weite Ferne legt, dann hilft es, Zwischenziele zu haben und auch vor allen Dingen Erfolge zu feiern. Und die Berichterstattung als Thema ist nochmal in sich ähm, hier unterrepräsentiert in diesem einen Bullet Point. Also, das ist äh, nochmal komplex, aber die ganze Arbeit, die davor stattfindet, die ist Voraussetzung für die Berichterstattung. Man kann nicht anfangen, einfach einen Bericht schreiben zu wollen, man muss erstmal die ganze äh, strategische Arbeit vorher machen. Das Ganze muss gemonitort werden, und äh, wenn äh, dann alles äh, so langsam in Fahrt kommt, dann fängt man eigentlich wieder von vorne an und hinterfragt, ob die Strategie ähm, weiterhin aktuell ist und äh, leitet Maßnahmen ab. Ja, kommen wir ein bisschen äh, zu, zum Thema Kommunikation ähm, zu sprechen. Ähm, die größte Sorge von Unternehmen ist natürlich ein Reputationsverlust. Also die größte Sorge in im, im Be Bezug auf ähm, Nachhaltigkeitskommunikation ist der Reputationsverlust durch Greenwashing. Das verändert einfach die Art der Kommunikation. Und um Vertrauen in Marken zu stärken, braucht es, das wisst ihr auch, Glaubwürdigkeit, Authentizität, Dialogbereitschaft, Transparenz und natürlich einen langen Atem. Und was ganz wichtig ist, ist, dass einfach die Nachhaltigkeitsleistung, das Expertenwissen, und die Nachhaltigkeitskommunikation widerspruchsfrei zusammenpassen. Und so, ein, also je eindeutiger das Nachhaltigkeitsprofil, desto eher kann das dann auch in die Unternehmensmarke einfließen. Das Bild ist bei euch wahrscheinlich bekannt, schon mal gesehen. Die Spitze des Eisbergs zeigt ja nur den kleinsten Teil der Nachhaltigkeitsaktivitäten, die sich dann wiederum ähm, in die, an die Kommunikation, an die Endverbraucher richten können, also einfach ein Themen mit hohem Alltagsbezug und der größere, aber nicht sichtbare Teil des Eisbergs, der zeigt den, ähm, die Expertenkommunikation, die aber halt ähm, Grundvoraussetzung oder unabdingbare Voraussetzung ist, um äh, eine glaubwürdige Nachhaltigkeitskommunikation dann am Ende auch an den, äh, an den Kunden äh, zu richten. Das heißt, ähm, dieses Engagement es bildet die Basis für alle Kommunikationsaktivitäten. Es muss einfach in einem glaubwürdigen Gesamtprogramm ähm, basieren oder aufbauen, damit halt ein nachhaltiger Reputationseffekt und ähm, ein Markenvorteil erzielt werden kann. Die STGs ähm, bekommen ähm, immer mehr an Bedeutung. Ähm, die, das sind die 17 Ziele und 169 Unterziele, die auf UN-Ebene 2015 bis 2030 entwickelt wurden. Und eigentlich sind sie eine politische Agenda, gelten eigentlich für Staaten, nicht für Unternehmen. Aber dennoch orientieren sich zunehmend Unternehmen, äh, richten ihr Nachhaltigkeitsverständnis an den SDGs aus und berichten zugunsten der, der Fortschritte dieser. Die sind natürlich auch sehr plakativ und schön ähm, zu nutzen. Aber sie sind weniger etwas, wonach ich steuere, sondern eher etwas, worauf ich schaue, wenn ich einmal meine Strategie gefunden habe. Und er, die sollen einfach den StakeholderInnen äh, Orientierung geben, wie ein, The ein Unternehmen sich zu äh, Themen positioniert. Sie sind also ein Orientierungsrahmen, ein Kommunikationsinstrument und äh, man kann konkrete Maßnahmen ihnen zuordnen. Wir brauchen also positive Narrative. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, der Footprint, ähm, der steht normalerweise für den negativen Impact, den negativen Einfluss. Und hier geht es ähm, dabei, den Impact durch unternehmerisches Handeln auf Umwelt und Gesellschaft zu reduzieren. Es geht darum, keinen Schaden anzurichten und hier, es soll hier verringert, recycelt, ähm, repariert, geschützt und erhalten werden. Und dann als gegenstück sozusagen der handprint steht für die positive wirkung unternehmerischen handels der soll erhöht werden der positive einfluss ähm, mehr verbessert verstärkt werden es soll einfach mehr handprint geschaffen werden und der heartprint ist der transformative einfluss da geht es darum zu inspirieren nachahmer zu gewinnen äh, durch positive erzählungen storytelling einfach die herzen gewinnen und hier soll aktiviert, berührt, ähm, inspiriert, angeregt werden. Einfach mehr Heartfriend geschaffen. Und natürlich geht es da vor allen Dingen um die Menschen, um die Führungskräfte, die ganz, ganz wichtig sind, ähm, das ganze Thema vorzuleben. Das Best Best Practice äh, nenne ich es gerne ist natürlich ähm, die jüngste. Ähm, Uh, Kundgebung des Patagonia-Gründers, der sein uh, Bekleidungsunternehmen an eine Stiftung überführt wird. Earth is now our only Shareholder. Um, und uh, diese Stiftung wird jetzt um, zu größten Teilen um, sich für die Klima um, um, zum Schutz des Klimas einsetzen. Und das sind tatsächlich 100 Milliarden Dollar im Jahr. Ja, richtig. Also, Kommunikation ist ein unverzichtbares Element, ein Hebel, ein Werkzeug. Ähm, ähm, sie trägt eine entscheidende Rolle Entschuldigung, bei der Transformation und sie ermöglicht einfach Austausch, Wissen zu komplexen Themen. Sie fördert Verständnis, die Zusammenarbeit von Akteuren. Sie schafft die Grundlage für koordinierte Maßnahmen zum Wandel. Sie fördert das Bewusstsein, sie verbindet, sie vernetzt. Sie ähm, äh, ruft zur so Partizipation auf, sie ist ein Treiber von Innovation. Und vor uns liegen einfach ähm, ja, hera einzigartige Herausforderungen und das Ganze unter einem sehr, sehr hohen Zeitdruck. Die Dekarbonisierung der Erdsysteme, Energiesysteme muss weiter vorangetrieben werden. Es müssen weiter und Entwicklungen der Geschäftsmodelle gedacht werden und wir können das ganze nur meistern wenn wir alle an einem strang ziehen tut also was ihr könnt wo ihr könnt wählt stellt euren konsum eure ernährung eure mobilität in frage seid fürsprecher für neue ideen aber vor allem des handelns vielen dank